Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem Kollabo-Projekt von verschiedenen DaVinci Resolve YouTubern in Deutschland. Angefangen hat das Ganze mit Kai von Kai voll abgedreht, Link zu seinem Kanal da oben. Und er hatte gefragt, ob wir nicht uns mal so ein Projekt weiterreichen können. Und der eine bearbeitet dann den Schritt des Vorangegangenen. Zeitlimit? Eine Stunde. Ich habe jetzt also eine Stunde und werde nach meiner Stunde drei YouTuber nominieren, die dieses Projekt bekommen können. Und der erste von denen, die sich melden, der bekommt dann das Projekt zugeschickt und kann dann seinerseits an diesem Projekt weiterarbeiten. Aber wie sieht jetzt erstmal das Projekt aus? Okay, ihr seht, das hier ist das Projekt und es hat unterschiedliche Stockclips hier drin, die Kai für uns schon vorselektiert hat und zusammengesetzt hat als seine Aufgabe. Und ich finde, dieser Shot, da fehlt was. Wir haben hier stringent Reise, Reise, Reise. Dann haben wir auf einmal Strand, dann geht's nach Hause und dann spielen wir Gitarre. Und ich finde, das ist ja auch so eine Filmregel, man sollte Objekte, die wichtig für die Handlung sind, sollte man zumindest 2 bis 3 Mal vorher anzeigen. Und deswegen suche ich mir jetzt zuallererst mal noch ein bisschen Stock-Footage raus und bastel das hier ein. Und da habe ich Folgendes gefunden. Für die Klampfe habe ich hier auch noch so einen schönen Shot von einer Dame und einem Typen, der halt eine Klampfe hat. Und das würde ich tatsächlich hier vorne einfügen. Dann haben wir quasi hier schon mal die Gitarre gezeigt und abends spielt man dann Gitarre und dann ganz nachts geht man dann auf eine Party. Happy Holidays, sage ich da nur. Und ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass wenn jetzt der Nächste da ist und hier noch was hinten anhängt, dass wir hier zum Beispiel jetzt noch so einen Schlag auf den Wecker haben, wo man dann halt merkt, der hat das Ganze nur geträumt. Genauso könnte ich mir auch hier gut vorstellen, dass hier ein Flieger vorbeijettet. Aber ich fange heute erstmal an mit dem Einstiegstitel. Nämlich stelle ich mir bei diesen Wolken so schön vor, dass hier dann so ein Titel hochkommt mit Holidays, so als 3D-Titel. Und das bauen wir jetzt. Das heißt, ich gehe hier mit Infusion rein. Und hier möchte ich zuallererst mal das Ding tracken. Und das, was ich auf jeden Fall tracken will, später für Masken, weil ich mir vorstelle, dass hier diese vorderen Wolken, dass die quasi vor dem Titel liegen und der dann quasi hier hochkommt, da möchte ich zuallererst einen Tracker erstellen für den Text, der quasi unsere Position des Textes ist und dann einen Tracker für unsere Maske. Also suche ich mir hier die Tracker-Node raus und tracke das Ganze. So, ich möchte hier mir mal noch eine Brightness-Contrast-Node raussuchen, weil hier dieser ganze Shot ist ziemlich hell und für unseren Tracker macht es natürlich mehr Sinn, einfach noch ein bisschen mehr Kontrast zu haben. Deswegen ziehe ich hier den Lift runter, um das Ganze ein bisschen trackbarer zu machen. Als nächstes möchte ich das Ganze tracken. Das heißt, ich gehe hier hin, wo ich denke, dass die Tracker gut etwas finden werden und mach die mal so klein, wie ich sie brauche. So. Okay, und damit track ich das Ganze erstmal rückwärts. Woohoo. Und dann das Ganze vorwärts. Woohoo. Jetzt brauchen wir noch einen zweiten Tracker für die Masken, weil hier vorne haben wir ja noch Wolkengebirge. Und da suchen wir uns mit Shift Space noch eine Tracker Node raus und verbinden das ja einfach mit der Brightness Contrast Node. Und hier wollen wir auch wieder 2 Tracker uns reinholen, weil dadurch können wir quasi die Größe interpolieren. Und tracken das auch einfach vorwärts und dann das Ganze rückwärts tracken. So, und damit haben wir unseren Track für die Maske. Sehr schön. Okay, fangen wir an mit den 3D-Titel. Ich suche mir zuallererst einen Text 3D und einen Render 3D raus. Dann verbinde ich den Render 3D hiermit und lasse ihn mir anzeigen und schreibe hier Holidays. Unter Extrusion geben wir dem noch ganz schön viel Extrusion. Okay, so, wenn wir uns den anzeigen lassen, haben wir den hier in 3D. Und das, was wir jetzt auf jeden Fall machen wollen, ist die Belichtung hier ungefähr nachzubauen. Okay, dazu mache ich ein bisschen Platz zwischen meiner Textnode und suche mir jetzt hier ein Merge 3D dazwischen rein und ein Spotlight. In meinem Render möchte ich dann noch Lighting aktivieren und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, mein Spotlight hin und her zu schieben. Ich klicke auf Use Target unter Transform und jetzt zeigt das immer in dieselbe Richtung. Und jetzt habe ich quasi hier oben die Möglichkeit, mir meine Beleuchtung anzuzeigen. Und jetzt möchte ich das matchen mit dem, wie es dann hier drüben war. Okay, nachdem wir jetzt schon mal unseren 3D-Titel haben,
den wir auch noch ruhig etwas kleiner machen können, ne, können wir den mit unserem Tracker verbinden und im Tracker auf Match Move stellen. Okay, damit bewegt sich schon mal unser Titel mit dem Ganzen mit. Und das, was ihr hier auf jeden Fall noch seht, ist, die Schatten sind viel zu doll. Und deswegen suche ich mir mit Shift Space ein Ambient Light und füge das hier ein. Und schwupps, wird alles heller. Und jetzt können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Helligkeit hinzufügen, so dass es ungefähr passt. Aber ihr seht, die Schatten sind noch nicht so blau. Deswegen suche ich mir mit Shift Space einen Color Corrector hier raus und füge den nach meinem 3D-Renderer ein. Und kann jetzt, wenn ich hier oben in der Range in die Shadows gehe, dem Ganzen einen Tint geben. Und wir möchten, dass das Ganze natürlich auch nur da angewendet wird, wo unser Text zu sehen ist. Deswegen ziehe ich das hier mal vorsorglich mal in den Masken-Input, also in den blauen Pfeil. Ohne Color Corrector, mit Color Corrector. Sieht gleich viel besser aus. Okay, das, was ich hier auf jeden Fall noch machen möchte, ist den Text zu animieren. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den Text rein, in die Transform und animiere meine Bewegung. Okay, und nachdem ich das animiert habe, sieht es so aus. Und ich bemerke gerade, dass hier vorne wir durch eine Wolke durchgehen und deswegen brauche ich im Color Corrector mal noch einen Kontrastabfall am Anfang, weil du siehst, hier hinten ist alles so ein bisschen kontrastlos und der Text sticht zu sehr raus. Das heißt, ich bearbeite die Brightness auf heller und gehe dann 1, 2, 3, 4 Frames weiter und setze sie auf 0, damit sie wieder passt. Und damit fügt sich das Ganze doch viel besser noch mit ein. Damit hätten wir die Animation geklärt, aber uns fehlen hier vorne noch die Masken, die den Text am Anfang beim Reinkommen verdecken. Dazu nehme ich mir hier den Tracker, suche mir einen Background raus, stelle den auf Weiß und suche mir eine Polygon-Node raus. Wenn ich meinen Background in den Tracker 2 bringe und den auf Match Move stelle, und zwar Foreground Only, damit sich auch nur das ganze Ding bewegt und ich mir mal hier vor Props eine Ellipse reinziehe, ne? Ich merge das hier mal ganz kurz davor, damit du siehst, wie sich das mitbewegt. Am Anfang ist die Ellipse klein und sie wird immer größer und bewegt sich mit. Und das ist super cool und genau das können wir nämlich nutzen, indem wir an den gesamten Anfang von unserer Komposition eine Polygon-Node uns raussuchen und einmal um unsere Wolken ringsrum fahren und die Soft Edge erhöhen, weil Wolken sind nun mal weich. Und das Ganze, anstatt das hier rein zu mergen, können wir als Maske für den Tracker nutzen. Und wenn wir uns das jetzt angucken, dann ist unser Text am Anfang da, aber verschwindet, sobald er außerhalb der Maske geht. Und das liegt daran, dass wir im Tracker unter Settings noch nicht die Maske invertiert eingestellt haben. Und damit haben wir doch mal einen ziemlich schnellen, schönen Titel, der auch gut kommt. Jawohl, sieht gut aus. Und jetzt könnten wir theoretisch das Ding hier einfach in den Media Out setzen und das Ganze so lassen. Aber ich möchte denjenigen, der das Ganze color corrected, noch die Möglichkeit geben, den Text separat vom Video zu bespielen und zu bearbeiten. Und deswegen brauche ich eine Maske nur für meinen Text. Und das mache ich wie folgendermaßen. Ich stelle meinen Tracker, der hier meine Layer zusammen merged, stelle ich in der Operation auf Foreground Only. Und damit habe ich jetzt nur meinen Vordergrund. Und damit greift auch meine Maske nicht mehr, weil die Maske nur dann greift, wenn wir diese Merging Operation machen. Und da können wir jetzt ganz einfach eine Merge Node hier einfügen, einen Alpha Background uns raussuchen, also einen Background ganz einfach, den wir im Alpha reduzieren, den in den Background hauen und den Tracker hier vorne rein und die Maske verbinden wir da hinein. Und wenn wir uns den angucken, dann siehst du, haben wir wieder dasselbe Problem, dass wir den am Anfang sehen und am Ende nicht. Deswegen müssen wir hier auch nochmal in dem Setting Apply Mask Inverted anklicken und schon kommt unser Text rein und ist ja dann fertig da. Okay, so, damit hätten wir schon mal rein den Alpha-Kanal von dem Ding, aber unser Media Out zeigt nur den Text an. So, und jetzt haben wir ja quasi unseren Text separat zum Hintergrund. Und jetzt können wir uns einfach nur eine Merge Node hier reinziehen und unseren Hintergrund, unseren Media In
mit dem Text, mit der Merch verbinden. Und schon haben wir genau das, was wir brauchen, nochmal richtig. Den verbinden wir natürlich mit unserem Media Out. Und das Gute ist, durch das wir jetzt hier in der Merch 1 unseren Text separat haben, können wir das als Maske nutzen, indem ich mir eine Bitmap-Node raussuche und das hier hinein verbinde, habe ich hier den Alpha-Kanal. Der ist am Anfang gar nicht da und dann ist er da und dann ist er fest. Okay, so. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, noch einen weiteren Media-Out hinzuzufügen. Und dieser Media-Out, diesen Media-Out 2 benenne ich um in Text-Mask. So, und das Coole ist, wenn ich jetzt in die Color Page gehe, kann ich mit Rechtsklick eine neue Source hinzufügen und dieses Ding, siehst du, das ist die Text Mask. Das heißt, ich kann diesen Input jetzt nutzen, um damit eine Maske zu machen, indem ich ganz einfach hier den Gain runternehme, nimmst bloß den Gain für den Text runter. Das bedeutet, der Colorist hat jetzt die Möglichkeit, einfach seine gesamte Anpassung für den Text nur für den Text zu machen. Okay, ich resette das hier mal und entkopple das hier, weil das ist für den Coloristen nur wichtig. Und deswegen möchte ich das schon mal gesetzt haben, damit der nachher dran arbeitet, darin weiterarbeiten kann. So, das war jetzt aber auch ein bisschen mehr als die Stunde, die ich gearbeitet habe. Und ich würde ganz gerne die nächsten Leute, die DaVinci Resolve Tutorials machen, nominieren. Und das sind zuallererst Joni von Visual Effects Creator, von dem ich denke, dass er vor allen Dingen in diesen Shot hier einen Düsenjet reinbauen könnte, so just for fun, um euch was zu zeigen. Als nächstes wäre das höchstwahrscheinlich die Sophia von Sophia DaVinci Resolve Tutorials, die sich etwas an Transitions und so weiter ausspinnen könnte. Und natürlich Marco Schreiber. Der erste von euch, der das Video jetzt hier sieht und kommentiert und sagt, ja, will ich haben, der bekommt es von mir zugeschickt als Projektarchiv. Jo, und ich hoffe, dass die sich das jetzt angeschaut haben, sich den einen oder anderen Trick mitnehmen konnten. Und wenn du wissen willst, wie du Projekte mit jemand anderes teilst, dann schau dir doch mal am besten mein Video zu den Projektdatenbanken in DaVinci Resolve an. Ich wünsche dir viel Spaß, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.